Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Runde Diablo 4. Wir beginnen heute mit Akt 1, schlechte Neuigkeiten, Reis zur Kathedrale des Lichtes. Wir hatten uns zuvor von unserem überschüssigen Inventar entledigt, das haben wir bei dem Händler verkauft. Dann haben wir auch noch die ganzen erworbenen Fähigkeitspunkte ausgegeben und sind jetzt bereit für neue Schandtaten. Wir wurden in Sünde geboren, als Kinder der Dunkelheit. Doch das Licht des Vaters kann durch Reue und Glauben gefunden werden. Wandelt im Licht! Wir müssen uns stets vor der Sünde hüten, Bruder. Ja, Mutter Oberin. Möge das Licht von Inarius jeglichen Frevel verbrennen. Möge keine Versuchung euch von seinem Glanz abbringen. Möge die Rechtschaffenheit die Verderbnis auslöschen. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Ist das die Frau aus Nevesk? Ja, Mutter Oberin. Hat Lorat euch nicht begleitet? Er hat mich allein gesandt. Es war ein Fehler, diesem alten Mann zu vertrauen. Was könnte jetzt wichtiger sein? Lilith. Also seid ihr im Bilde. Wir haben von einem unserer Ritter gehört, dass im Sturmtal ein Dämon gesichtet wurde. Die Beschreibung gleicht zu stark jener aus Nevesk. Wenn ihr nach Jelesna reisen und euch einen Überblick verschaffen würdet, wäre euch die Dankbarkeit der Kathedrale des Lichts sicher. Ich wollte Lorat schicken, aber... Wieder einmal kommt er seiner Pflicht nicht nach. Ob mit oder ohne Lorat, der Wille von Inarius soll geschehen. Nehmt den Bericht des Ritters auf, bevor ihr geht. Mutter Oberin, ich erhielt einen Bericht über eine mögliche Dämonensichtung. Gehörnte Frau bei den Minen von Jelesna. Routineuntersuchung durchgeführt, noch nichts gefunden. Priester samt Rittergarde wurde entsandt. Erstatten Bericht, sobald wir etwas finden. Dann verlassen wir die Kathedrale mit einer neuen Mission. Und wie gesagt, die Taschen sind leer. Es ist wieder eine Menge Platz für neues Loot drin. Und da freue ich mich wirklich schon drauf, denn unsere bunt gestaltete Ausrüstung, die kann wirklich noch einiges vertragen. Wir sind momentan immer gut durch die Kämpfe gekommen. Das heißt, wir haben da bisher noch keinerlei Probleme gehabt und ich hoffe mal, dass die Gegner noch schwerer werden. Ich möchte jetzt nicht unbedingt zu Beginn schon den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist natürlich jederzeit möglich, aber wir wollen erstmal im normalen Grad die Kampagne durchspielen. So war eigentlich mein Plan. So, wir verlassen die Stadt. Das heißt, wir halten wieder Ausschau nach Loot, nutzt das Stadtportal, um zur nächsten Hauptstadt zurückzukehren oder wählt einen beliebigen freigeschalteten Wegpunkt auf der Karte. So, wir haben Nebenquest, ein eisiges Schicksal. Ja, das machen wir direkt. Da müssen wir direkt auch erstmal im Journal schauen. Wir haben den Akt aktiviert. Dann haben wir das Nebenquest. Ja, wie ich sehe, liegt das Nebenquest gar nicht mal so weit weg von unserem Hauptquest. Dann würde ich das jetzt doch mal aktiviert lassen. Und wir gehen mal direkt zum Nebenquest. Dabei erkunden wir natürlich auch die ganze Gegend, was natürlich auch wünschenswert ist.
Schon besser. 4 Erzbrocken, nicht mehr nur eines. Eine versiegelte Exorzistentruhe. Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Also wir haben nichts im Inventar. Wir nehmen es erstmal mit. Okay, kein Problem für uns. Sah im ersten Moment richtig groß aus. War so ein kleiner Schreck, aber für unsere große Axt kein Problem. Hier könnten wir hinabklettern. Wir werden aber einfach mal den Weg weiter folgen. Na gut. Ich wollte gerade sagen, eigentlich spielt es keine Rolle, ob wir uns dem Innenkampf direkt gegenüberstellen. Das Leben ist es einfach. Es ist einfach zu mächtig. Wir sind zu mächtig, grob gesagt. So, wir haben schon wieder einen neuen Fertigkeitspunkt. Den lassen wir kurz offen, solange wie wir noch Wut haben. Oh, Trainer. Die guten alten Trainer. Ich habe keine Wut mehr. Ja, fliegen sie nur so davon. Schuhe des Schreiters. Ich habe nicht genug Wut. Ja, ich weiß, sieht sehr leicht aus, aber ich sagte ja schon, ich möchte es erstmal so durchspielen. Es bringt ja nichts, wenn wir ständig sterben und wieder neu herlaufen müssen. Also lassen wir es lieber auf. Vielleicht irgendwann kommt der Gegner, der uns auch mal den Gar ausmacht. Hier haben wir schon so einen Moment, der nicht ohne ist.
so viele Gegner. Kein wirklicher Loot. Räuberkunde-Experte. Komm schon. Wer ist denn er hier? Also ich konnte ihn jetzt nicht mehr angreifen. So, was haben wir auf? Tödlicher Schrein. Dungeon. Die Lichtwacht. Das schreit für mich, danach mal reinzuschauen. Verschlossen. Das ist schlecht. Verblichene Tafel. Eigentlich wollte ich ja nicht hierher. Tödlicher Schrein. Und die Neugier packt mich, herauszufinden, was es ist. Leuchtet eine riesige Truhe mit einem riesigen Schloss. Komm. All eure Treffer sind kritische Treffer. Ach, das ist ein tödlicher Schrein. Verschlossen. Nicht tödlich für uns. Tödlich für die anderen. Bringt uns aber jetzt wenig. Brauchen so einen Schlüssel. So, wo ist denn jetzt hier der Weg nach oben? Wie kommen wir in den Dungeon hinein? Das ist die Frage. Durch die Tür. Höhle die Wachmänner. 2 Stück.
gibt's nichts. Ich habe kaum noch Wut. Ich habe keine Tränke. Das war jetzt mehr wie knapp. Uiuiui. Alle Tränke reingeballert, die ich hatte. Ich hatte nur noch mein Leben runtergehen sehen. Schuhe des Schreiters, Handwickel des Schreiters. Gucken wir uns hinterher an. Obwohl, die können uns auch jetzt schon helfen. Den Kopfschutz. So, guck mal, haben wir zwei Stück davon. Plus Leben oder plus Wut. Ja, bunt gemischter Haufen. Und wir haben wieder Erfahrungspunkte. Da gehen wir jetzt mal rein. Okay, also der Wirbelwind gefällt mir richtig gut, nur der ist zu schnell verbraucht. Gibt es da vielleicht noch Skill dafür? Nachdem Wirbelwind 2 Sekunden lang eingesetzt wurde, verursacht Wirbelwind 35% mehr Schaden, bis er abgebrochen wird. Oder wenn ihr eine Hiebwaffe führt, verursacht Wirbelwind im Verlauf von 5 Sekunden zusätzlich 40% des Basisschaden. Gut, das ist immer halt, wenn man nur eine Hiebwaffe, das ist dann entweder oder. Modifikatoren. Wir könnten auch natürlich den Rang erhöhen. Nächster Rang 27% Schaden. Gehen wir mal noch einen in den Sprungschlag rein. So, ach, guck an, sogar der nächste Baum ist schon freigeschalten. Das sind hier jetzt die Defensivfertigkeiten. Aber jetzt haben wir erstmal alle Punkte ausgegeben. Also wenn das schon Elite-Gegner waren und die Wachmänner leben noch, heieiei. Ja, vielleicht muss ich mehr mit dem Ausweichen arbeiten. Wenn man diesen langen Ausweichschritt... des Wachmanns. Verschlossen. Ja,
Irgendwas spritzt. Oh, was bist du? Ziel. Ziel, töte die Wachmänner. Nicht bereit. Sehr schön. Das war jetzt weniger problematisch. Ein Spalthammer. Unsere erste seltene Waffe. 25 Schaden pro Sekunde. Auf jeden Fall. Viel besser als unser aktueller No-Name-Streithammer. Ausgerüstet. Wie ich sehe, haben die noch einen Slot in der Mitte. Einen Sockel-Slot. Wutrausch, verbraucht 130 Wut. So, nicht abgeschickter Brief. Stimmt es, was Sie sagen? Ein Engel wandelt unter den Menschen? Oh, die Ritter marschieren nach Korvala. Wäre ich 2 Jahre älter, hätte ich meine Prüfung hinter mir und würde mit ihnen marschieren. Stattdessen bleibe ich. Eine Minimalbesatzung bewacht die Festung, bis die Ritter zurückkehren können. Du wärst stolz. Ich poliere jetzt keine Schilde mehr. Sie haben mir ein Schwert gegeben. Obwohl ich bezweifle, dass ich je einen Kampf sehen werde. Ich melde mich bald wieder. Edmund. Ist das hier Edmund? Da hatten wir jetzt ein bisschen Glück. Da war noch was explodiert, da bin ich durch Zufall, ehrlich gesagt, weggelaufen. Ja, Rumtreiberhose. Claymore. Sogar mit 2 Sockeln. Okay, da würde ich sagen, da können wir ruhig jetzt mal unsere Doppelaxt wegstecken. Herumtreiberhose, auf jeden Fall 15 Rüstung nochmal dazu.
Büro des Wachmanns. Hier waren wir doch gerade. Ich muss warten. Schlüssel des Wachmanns. Das ist ja gemein. Irgendwer friert uns hier ständig ein. Schön, schön. Das macht Spaß. Kleine Herausforderung. Dann eigentlich aus? Verwende den Schlüssel des Wachmanns. Öffne Tor des Wachmanns. Okay. Ich bin froh, dass wir uns für diesen Wirbelwind entschieden haben. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Stürm.
alles. Alles wird hier mitgenommen. So, lass mal schauen. Es war wieder was Goldenes dabei. Pferdegeschirr des reisenden Händlers. Kosmetische Ausrüstung. Ja, nehmen wir 8 Rüstung und geben dafür 7 Stärke weg. Schwere Entscheidung. Aber Rüstung ist schon mal. Rüstung ist schon mal nicht verkehrt. Hat auch 2 Sattel-Slots, den Rest verkaufe ich da halt wieder. Ich weiß nicht, wenn es voll ist, ob es dann nach unten weitergeht. Ob unser Inventar unendlich ist oder noch 10 verborgene Zeilen hat. Begebt euch nach Kriegszimmer des Lichts. Ich muss mal eben... Das ist unsere Nebenquest. Und das, was wir hier gerade machen, den Dungeon, das wird uns gar nicht angezeigt. Los hier. So ein Level Up, das ist schon der Kracher. Unser erster Ring, schauen wir uns gleich an. Unser erster Ring. Wir rüsten ihn aus. Magischer Ring. 2,5% Widerstand gegen alle Schadensarten. Und Widerstand gegen Feuer. 2,5%. Plus 10 Stärke. Sehr gern. Nehmen wir diesen an. Kommt mir auch bekannt vor hier mit diesem Zunraum. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Endet das nie? Thank you.
mehr. Ich glaube das. Ich bin noch nicht bereit. Gott. Da war ich ja fast tot, hab's mal mitbekommen. Das war knapp. Die Räumlichkeiten kommen mir jetzt alle bekannt vor. Nur laut Karte ist halt alles verdeckt. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Oha. Das Leben sieht gar nicht gut aus. Ich muss warten. Wie werden wir unseren Tod finden? Ich habe keinerlei Tränke. Mir sind die Tränke ausgegangen. Ach, da hat es uns erwischt. So, haben wir denn jetzt irgendwas verloren? Ich brauche mehr Wut. Ja, mehr Wut brauchen wir. Und mehr Tränke vor allen Dingen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was rauskitzeln. Was Passives. Aufstampfen. Defensiv. Schlachtruf. Eisenhaut. Oh ja, Eisenhaut. Ich würde mal die Eisenhaut auswählen. Und dann haben wir noch einen Punkt. Was haben wir denn eigentlich hier oben? Sprungschlag des Kampfes. Kritische Treffer mit Sprungschlag versetzen euch 3 Sekunden lang in den Berserker-Modus.
Und wir wählen hier mal den Berserker-Modus noch aus. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht so reinraschen, ein bisschen mehr aufs Leben achten. Nicht bereit. Ich muss warten. Ich brauche mehr Wut. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt nichts übertreiben hier. Ich habe keinerlei Tränke. Boah, geschafft. Der vierte Versuch war das jetzt. Kodex der Macht. Schaltet legendäre Aspekte frei, indem ihr legendäre Gegenstände wiederverwertet oder Dungeons absolviert. Dann gucken wir mal. Eine Herumtreiberhose, ein Ring, Handaxt, Gottschwert. Gibt es noch irgendwo eine dicke Beutekiste? Nicht. So. Unsere seltene Axt. Die können wir ja, die Wärme gegen die Großaxt austauschen. Was haben wir da noch? Ein Ring. Auch 2,5% Widerstände plus 9 Stärke. Ein gewaltiges Kurzschwert. Ebenfalls besser. Wir verlieren 2 Leben, aber bekommen auch 2 Schaden dazu. Und plus 10 Stärke. Herumtreiberhose. 5 Rüstung gegen 3 Leben. Ah, 3 Leben, das ist schon viel. Wenn man bloß 44 hat. Ja, jetzt ist interessant. Wir haben noch einen Slot, einen Platz frei. Da hatten wir gerade den Ring. Ob wir da noch mehr aufheben können. Ja, Dungeon abgeschlossen. Abgehakt. Aufwertung für den Heiltrank. So, ich sag nicht, jetzt müssen wir komplett bis rauslaufen, bitte.
Gut, ich würde mich jetzt hier rausprügeln. Die heutige Folge beenden. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.